Hallo und guten Tag, schön, dass ihr eingeschaltet habt an diesem Karfreitag 2021. Ich wünsche euch alles Gute, ein gesegnetes Osterfest, in dem wir uns ja mittendrin befinden, und möchte euch gern kurz was zurufen, das nämlich nicht unbedingt jetzt was mit Ostern zu tun hat, aber dass in der letzten Zeit sich Frieden einstellen wird. Ein trügerischer Frieden, aber dass Frieden kommt. Das sagt die Bibel mehrfach, auch in Bezug auf diesen Endzeitkönig, auf den Antichristen, dass der mitten im Frieden kommen wird. Das steht in Daniel 8. Und durch seine Klugheit wird ihm der Betrug geraten und er wird sich in seinem Herzen erheben. Und mitten im Frieden wird er viele verderben und wird sich auflehnen wider den Fürsten aller Fürsten. Das ist Jesus Christus. Paulus sagt dasselbe in 1. Thessalonicher 5. Von den Zeiten aber und Stunden, liebe Brüder, ist nicht Not, euch zu schreiben, denn ihr selbst wisst gewiss, dass der Tag des Herrn, der Tag der Wiedergeburt Jerusalems, wird kommen wie ein Dieb in der Nacht. Denn sie werden sagen, es ist Friede. Es ist Friede, es hat keine Gefahr. Das heißt, es wird eine friedliche Zeit geben. Und der Daniel 8, der sagt, mitten im Frieden wird sich dieser letzte tückische König erheben und viele verderben und sich auflehnen wider den Fürsten aller Fürsten. Darauf nimmt Paulus Bezug, wenn er in 1. Thessalonicher 5 schreibt, denn sie werden sagen, es ist Friede, es hat keine Gefahr. So wird sie das Verderben schnell überfallen, gleich wie der Schmerz ein schwangeres Weib oder eine schwangere Frau, und werden nicht entfliehen. Das heißt also, in der letzten Zeit wird es eine friedliche Zeit geben. Es gibt noch eine Stelle, die darüber spricht, und zwar Daniel 11, Vers 21. Das ist in Daniel 11 der erste Vers, der von dem antiken Antiochus Epiphanes spricht, der sich in der Endzeit wiederholt. Da steht in Daniel 11, 21, an des Stadt, also anstatt des Vorläufers, des vorigen Königs vor Antiochus Epiphanes, an dessen Stadt wird aufkommen ein Ungeachteter, das ist der Antiochus Epiphanes, welchem die Ehre des Königreichs nicht zugedacht war. Und jetzt kommt's, der wird mitten im Frieden kommen und das Königreich mit süßen Worten einnehmen. Das heißt also, auch der antike Antiochus Epiphanes ist mitten im Frieden gekommen, steht Daniel 11, 21, von dem antiken Antiochus Epiphanes. Daniel 8 steht von dem kleinen Horn, das ein Bild ist auf einen aufrührerischen, tückischen, frechen König, der kommen wird und der sich mitten im Frieden erheben wird und auflehnen wird und viele verderben wird. Und Paulus sagt, dass eine Zeit sein wird mit Frieden, in der sie sagen werden, es ist Friede, es hat keine Gefahr, und dann wird sie das Verderben schnell überfallen, gleich wie der Schmerz eine schwangere Frau, und werden nicht entfliehen. Wann geschieht das? In 1. Thessalonicher 5. Dieser Friede ist kurz bevor der Tag des Herrn eintritt. Was ist der Tag des Herrn? Das ist der Tag der Wiedergeburt Jerusalems. Wodurch wird Jerusalem wiedergeboren? Durch Wehen hindurch. Wofür stehen die Wehen? Für die Angst der in Jerusalem eingeschlossenen während einer Belagerung. Wer führt die Belagerung Jerusalems durch? Der Antichrist in der Endzeit. Das kleine Horn aus Daniel 8. Das ist der Zusammenhang in der Bibel. Diese drei Stellen gibt es eigentlich, die im Zusammenhang stehen mit dem Antichristen oder mit dem kleinen Horn aus Daniel 8. Der Antichrist wird kommen in einer Zeit des Friedens. Das würde also bedeuten, es wird eine Zeit des Friedens geben, es wird eine Zeit des Auseinanderbrechens Israels geben und es wird eine Zeit geben, wo der Antichrist dann offenbar werden wird, und danach wird der Tag des Herrn kommen. Nämlich der Tag, in dem sie sagen werden, es ist Friede, es hat keine Gefahr, und dann wird sie das Verderben schnell überfallen, gleich wie der Schmerz ein schwangeres Weib, eine schwangere Frau, und sie werden nicht entfliehen. Das heißt also, als erstes Anzeichen dafür, dass die 70. Jahrwoche beginnt, wird es eine Zeit des Friedens geben. Da sehnen wir uns alle nach so angespannten, ungewissen Zeiten, wie wir sie jetzt die letzten Monate erlebt haben. Frieden für die Menschen, Frieden für die Welt. Die Bibel sagt, das wird kommen, es wird Friede kommen, aber es ist ein trügerischer Friede. Und in diesem Frieden wird sich ein
tückischer, frecher König aufmachen, der greulich verwüsten wird, der ungeachtet ist, dem die Ehre des Königreichs eigentlich nicht zugedacht war. Der wird mitten im Frieden kommen. Und auch Paulus nimmt darauf Bezug. Also die Reihenfolge ist dann dergestalt, es wird eine friedliche Zeit geben, sicher für den Nahen Osten, sicher für Israel, weil in diesem trügerischen Frieden, dadurch lassen sie sich täuschen. Ja? Vielleicht ist der Friede auch weltweit, vielleicht wird die gegenwärtige Geopolitik in der Welt einen kompletten Wandel erfahren, den wir vielleicht so gar nicht erwarten würden. Wie der Friede eintritt, weiß ich nicht, sagt die Bibel auch nicht, aber sie geht davon aus, dass es eine friedliche Zeit sein wird und dass in dieser friedlichen Zeit halt dieser endzeitliche König kommt. Ich wollte es nur noch mal so ergänzen als kleinen Hinweis auf das, was wir in der Endzeit erwarten werden und erwarten können, ja. Wir bleiben am Wort Gottes, wir halten uns am Wort Gottes fest und beten um Licht und um Verständnis und wir warten auf den, der kommen soll, nämlich unser Herr Jesus Christus. Ja? Und fassen unsere Seelen in Geduld, ja? Denn auch Jesus sagt, wenn ihr das alles sehen werdet, so schnell ist das Ende noch nicht da. Es dauert alles noch ein bisschen und insofern fassen wir uns in Geduld und nutzen die Zeit, um den Menschen vom Evangelium und von Jesus Christus zu sagen. Ja? Euch ein gesegnetes Osterfest, alles Gute, Gottes Segen und bis bald.